Also die Kartoffeln sind hier geerntet und es ist noch genügend Zeit. Eigentlich dieses Jahr ist spät wegen dem Wetter. Aber sonst könnte man noch andere Pflanzen einpflanzen, Setzlinge, Kohlrabi, Salate und Zuckerhut und so weiter. Aber ich habe hier eine Gründüngung hineingesät. Und die Gründüngung in diesem Fall ist Phacelie oder Bienenfreund. Und die durchwurzelt wunderbar. Und wenn es noch länger warm bleibt, blüht es üppig und es ist eine Bienenweide. Am Rand habe ich auch etwas Nüsslisalat, das ist Feldsalat, ausgesät. Das ist auch eine gute Gründüngung. Und im Winter friert sie ab, diese Gründüngung. Dann kommt der Schnee drauf und die Kleinlebewesen und die Würmer, die haben noch zu fressen und die Bodenfruchtbarkeit nimmt dadurch zu. Jedes leere Beet am Ende der Saison kann man mit Gründüngung einsehen. Wenn man richtig gute Biomasse haben will, dann ein bisschen früher. Aber man kann bis Ende September Grünsaat, also Gründüngung, reinbringen. Es gibt einige Gründüngersaaten, die sind winterhart. Die überstehen den Winter, aber ich bevorzuge diejenigen, die im Herbst absterben und dann so wie in eine kleine Mulchdecke machen. Der Rest, der im Frühling unter dem Schnee hervorkommt, den kann man wegrächen und kann dann schon umgraben.